Hallo. Da kam gerade ein UFO. Ach, schade. Muss ich wohl das VOD gucken? So. So, wir müssen ihn hier von seinem langweiligen Arbeitsleben befreien. Hab einfach ein Wurfmesser bis dort hintergeworfen und getroffen. Richtig gut. So, hier drüben müssen wir wieder aufpassen. Was machen die hier? Ich lass dich deine Milz fressen. Was suchen die denn nicht da drüben? Aber du kommst zurück. Und dann warte. Wo auch immer ich das Messer jetzt hingeworfen habe. Wir hauen mal wieder ab, Chat, okay? Kurz weg. Und dann kommen wir wieder. Meine liebste Taktik. Kurz reingehen, Ärger machen und dann abhauen. Warum die Milz? Weiß nicht, die ist vielleicht nicht so lecker? Jetzt müsste ich die Pumas aufmachen. Ich find dich doch. Hast mich nicht gefunden, aber ich dich. Okay. So, wir gucken mal, ob der da so stehen bleibt. Oder ob der sich umdreht. Wenn er nämlich so stehen bleibt, können wir uns gleich von hinten einfach anschleichen. Ach nee, da ist ja noch einer unten. Das ist ja ungünstig. Nee, der geht gerade weg. Gleich verstummt. Ah, da ist noch einer. Da war einer. Gib mir mein Messer zurück. Danke. Aber wo ist er?
denn der Haupt, der Mann? Wahrscheinlich in dem Gebäude da, oder? Aber dort wollte ich auch oben rein. Mal gucken. Da ist nämlich Loot. Ernsthaft, Basim, du solltest auf das Seil. Moment, wieso steht da wieder einer? Wieso stehen da drei? Hä? Aber jetzt. Eins. Zwei. Scheide. Scheiße, ich komme nicht ran. Okay, dann machen wir die zwei. Versammeln die sich hier alle? Lange plagst du die Welt nicht mehr. Der ist hinüber. Kein Sound. Voll im Po. Jetzt kommt der nächste angelatscht. Mach keine Fehler. Steht dort wieder einer. Und dort ist der andere. Die habe ich doch gerade beide schon mal erlegt. Jetzt sind die wieder da. Aber der unten läuft jetzt nicht mehr rum. Moment. Da steht er. Da gerade, der ist weg. Nun kannst du ruhen. Wieso waren die denn jetzt alle wieder da? Gib mir mein Messer. Danke. Ich glaube, der in der Mitte ist der Hauptmann. Ich denke mal, die positionieren sich dann einfach um, sobald ein anderer seinen Posten verliert. Darf ich dazu was sagen, was ich woanders gesehen und gehört habe?
Wenn es kein Spielspoiler ist, dann darfst du was sagen. Also kein inhaltlicher, you know. Warum die alle da wieder standen, ja. Hau raus. Tagebuch ohne Unterschrift. Verdammte nutzlose Köter ist dein Lieblingssatz. Alle fürchten ihn, aber ich nicht. Er tut nichts weiter als zu brüllen und uns zu bedrohen. Da fehlt ein N. Ja, er kann mich nur mit seinem Handgelenk töten, aber das macht ihn nicht besser als uns. Er nennt uns Hunde, aber er ist der größte Köter von allen. Er verehrt und folgt nur einem. Wenn das kein hündisches Verhalten ist, dann weiß ich auch nicht. Er kann nur brüllen. Wir müssen halt aufpassen, weil da drüben sind oben... Steht er mit dem Rücken zu uns? Ich würde ja gern da hoch auf den Balkon und dann Dreierattentat von oben. Echt? Respawn einfach? Aber das wird ja bedeuten, ich kann einfach unendlich farmen. Also ich kann die ja dann immer wieder töten und krieg ja dafür immer wieder Geld. Weed ist sauer. Wir haben das Artefakt durchschlüpfen lassen und das freut ihn gar nicht. Aber... Hey, was zum... Hier los! Der Himmel ist wieder sicher, Sadie. Das Fluch über alle. Ein lausiges Artefakt und niemand kann es finden. Dumme Hunde. Das mag meinen Tod bedeuten, aber ich werde nicht mehr. Rein theoretisch, aber ist wohl auch nicht überall so. Also was ich halt beobachtet habe, ist, dass die halt ihre Position wechseln, ne? Wenn halt an einer Position der Wache tot ist, geht halt ein anderer dafür dorthin. Aber dass die also ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, was natürlich jetzt nicht heißt, dass es nicht trotzdem sein kann, aber interessant. Hier ist ein Buch auf dem Gelände zu finden. Das können wir uns dann gleich noch mitnehmen. Kululu. Okay. Der Hauptmann ist tot. Da sie das Artefakt verloren haben, müssen sie jetzt bei der Auktion darauf bieten. Werbung für die große Auktion. Die Dairatul Mal. Verpasse sie nicht. Hast du je davon geträumt, die Welt zu besitzen? Nun kannst du erfahren, wie sich das anfühlen könnte. Die Rob ist wieder hier. Lass dich zum Staunen bringen, verzaubern und von der Auswahl des Angebots begeistern. Seltenes Porzellan, Edelsteine aus der ganzen Welt. Das alles gibt's bei uns. Sei dabei und ergehe dich in der Pracht.
Was für eine Lusche? Dann bist du auch bestens auf Elden Ring vorbereitet. Ich mag dieses, diese Attentäterkonzentration, Attentate. Die sehen so cool aus. Aber wartet mal, hier war doch ein Buch. Aber ich glaube, das ist schon das nächste Sperrgebiet da drüben. Da kommen wir bestimmt irgendwann später nochmal hin. Hol ich das später. Da ist jemand mit einem Artefakt. Den können wir mal kurz ausrauben gehen. Beachtet mich nicht. Artefakte klauen ist immer Mini-Mini-Mini-Skill-Check. Ah, kein Problem. So. Was haben wir denn jetzt Neues in unserer Nachforschung? Kehre zu Kong zurück. Ja, das können wir ja machen. Kong. Die Scherben, die sehen wir auch dann im Kompass. Also jetzt oben im Kompass war ja quasi so eine Hand abgebildet für eine Lute, das ist ein Artefakt. Und die Scherben, die sind dann auch oben im Kompass gelb. Da ist halt so eine, sieht halt aus wie eine Scherbe. Also deswegen gucke ich mich manchmal so kurz im Kreis um, nur um oben im Kompass zu gucken, ob irgendwo was Gelbes ist. Nur so finden wir die. Und das Ding ist, hier in der Weltkarte hast du ja rechts immer stehen, was du schon erledigt hast und was nicht. Und hier steht jetzt zum Beispiel rätselhafte Scherben 2 von 2. Also da habe ich alle. Das heißt, in diesem Stadtteil gibt es die nicht mehr. Wo es die aber gibt, ist in der Wildnis. Da ist die letzte Scherbe. Das Problem ist, die Wildnis ist alles außerhalb der Stadtmauern. Also das hier alles ist Wildnis. Hier hoch, das alles Wildnis. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird, die Scherbe zu finden. Aber falls uns die heute über den Weg läuft, wäre das richtig cool. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Kong. Kong ist unser alter Teehändler, der uns noch von früher kennt, bevor wir fliehen mussten. Hm? Kong, ich habe gute... Wer da? Sag schon. Ich bin bewaffnet. Ich bin es nur. Ah, der kleine Fink kehrt ins Nest zurück. Mit leeren Händen. Hier ist sie doch. Damit solltest du im Hafen deine Waren bekommen. Ha, ich hab nie an dir gezweifelt. Komm, genießen wir eine Tasse, der Erinnerung wegen. Ich mach dir sogar deinen Lieblingstee. Was hast du herausgefunden? Wer steckt dahinter? Ein Mann namens Jawid. Er arbeitete für jemanden, der nach einem Artefakt sucht. Eine fremdländische Haarnadel. Sie scheint wichtig zu sein. Ich muss herausfinden, warum. Unbedingt. Du hast dich verändert, kleiner Fink. Oder sollte ich nur Fink sagen? Als wir uns zuletzt sahen, warst du ein Straßendieb. Und jetzt? Ich hoffe, du weißt, wonach du suchst. Manchmal ist es besser, den Dorn stecken zu lassen, um nicht zu verbluten. Und nun zu dem, was mir versprochen wurde. Eine Einladung zur Auktion.
Die erhalten nur geachtete Gäste. Frag nicht, woher ich sie habe, außer du willst, dass ich dich anlüge. Mit dieser Schriftrolle kommst du hinein, ohne dich in eine meiner Kisten zu zwängen. Das war dein Plan. Viele ertrugen Schlimmeres, um ihr Ziel zu erreichen. Jemand Einflussreiches sucht nach der Haarnadel, doch sie ist ihm durch die Finger gerutscht. Nun ist die große Auktion die letzte Gelegenheit. Nun zu den Wachen, die Händler schikanieren. Irgendwas muss ja dahinter stecken. Oder jemand. Okay.